Jö. Also, rote Chips wollten wir. Flammenwerfer. Au. Na. Ich krieg das Wusch-Geräusch nicht so schön hin, wie ich es gerne hätte. Und irgendwie habe ich es mir ein bisschen epischer vorgestellt mit dem Flammenwerfer. Also ein Ticken mehr Reichweite vielleicht. Keine Ahnung. Also es wirkt nicht so viel schneller als das hier. Im Gegenteil. Weil man auch noch hinterherlaufen muss und nicht einfach stehen bleibt und aus zig Kilometer Entfernung die Bäume wegdackert. Ja, also so wirklich überzeugt bin ich vom Flammenwerfer nicht. Wir hätten gerne mehr Muni für mehr Bäume wegdackern. Dann hätten wir gerne das Stromnetz hier. Zack. So. Ja, das Stromnetz weiter nach oben wollten wir auch noch machen. Ich gebe nur mal ein, zwei Sachen noch in Auftrag. So. Und wir haben mal wieder nicht genug von den roten Bells. Okay, der Auftrag weg, der Auftrag weg. Einfach nur rote Bells herstellen. Ganz viele. Oh, und Fabriken brauchen wir auch noch. Nee, ich glaube, wir können sogar inzwischen schon die... Nee, können wir noch nicht. Die dritte Stufe der Fabrik bauen. Nicht genug... Was? Was fehlt denn da jetzt schon wieder? Eisenplatten und Chips. Die dritte Stufe der Fabrik. Die dritte Stufe der Fabrik sollten wir auf jeden Fall bauen. Bei all den Sachen, die wir immer wieder brauchen. Also bei den Ärmchen, bei den Fließbändern, bei den Chips. Unbedingt bei den Chips. Wir sollten vielleicht auch mal diese anderen Module hier noch einbauen. Und eventuell sogar die Module einfach stacken. Die bringt zwar nicht so viel dann mehr und es kostet einen Heidenstrom, aber es läuft alles wesentlich schneller. Und es ist schon schick, hier alle Nase lang die Dinge abzuholen. So, warum sind da Kupferplatten drin? Sehr kurios. Aber na gut. Und guckt euch das mal an. Alles voll mit roten und grünen Tränken. Wie geil. Okay, Forschung. Was? So, das haben wir schon erforscht. Ja, also ich erforsche jetzt alle Sachen, die nur Rot und Grün brauchen. Wie Explosives zum Beispiel. Weil wir das mit dem blauen Tränken also nicht aufgebaut haben. Das muss also noch warten. Ja, jetzt hier bitte erstmal das alles voll mit Fließbändern. Ärmchen sieht nicht so gut aus. Vor allem brauche ich die auch, um die Fast-Inserter zu machen und die Long-Inserter und überhaupt Eisenplatten. Ja, gut, holen wir kurz Eisenplatten. Was fehlt dir? Zahnräder. Wie viele Tränke haben wir schon auf Vorrat? 200 schieß mich tot. Aber die werden auch verbraucht, also okay. Tun wir mal 140 da rein. Draht haben wir genug, trotzdem brauchen wir die Kupferplatten gerade für nichts anderes, also können sie da rein. Zahnräder. Jungs, was mache ich bloß mit euch? Ihr seid immer zu wenig. Und unsere Eisenschmelzen kommen gar nicht hinterher, genug Eisen für euch anzubringen. Die armen Roboter werden sich einen Bruch holen beim Eisenplatten tragen. Ups, falsche Richtung. So. Das ist mau. Das ist echt. Ah, hier ist gut. Und fertig erforscht. Boah, ist das geil mit so vielen Forschungszentren. Wir hätten gerne ein Produktivitätsmodul erforscht. Und hier mehr Eisenplatten. Strom ist okay. Ich kann hier unten gar nicht diese Brennblöcke sehen hier. Deswegen werde ich mal ganz kurz ein bisschen rumtricksen. Splitter bitte. So. Das klappt so nicht. Dann muss es erst draufsetzen. Dann kann ich splitten. Dann kann ich es zurück draufpappen. So klappt das. Jetzt kann ich wenigstens hier unten sehen, dass, wie voll das ist. Weil sonst verdecken die Greifarme und dieser Overlay hier das Ganze. Diesen Overlay, also diesen gelben Strich und den Pfeil, kann man übrigens ganz normal mit Alt auch wieder wegmachen. Aber ich habe mich schon so sehr dran gewöhnt, immer zu sehen, was überall drin ist, dass das nicht so wirklich stört. Also ja, Brennstoff.
geht so. Ich mach mal kurz eine Ladung Brennstoffzellen. Oder ich hole mal kurz eine Ladung, besser gesagt. Da. Ja, das schaut gut aus. Batterien. Batterien nehme ich auch mal einen Stack mit. Plastik mache ich unseren Stack da voll. Und ich hätte gerne schnelle Fließblende. Die hatte ich schon mal vor kurzem im Auftrag gegeben und irgendwie wieder abgebrochen. So, das hält eine Weile, hoffe ich mal. Zahnräder. Zahnräder. Forschung ist auch gleich fertig. Was fehlt dir? Dir fehlen, hoffe ich, Chips, ja. Alles rein. Rein, 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 rein. Genug Eisenplatten. Hier fehlt... Was fehlt hier? Gerade gar nichts, aber bald die Rohre. Wie viele Rohre haben wir hier? Jo, genau. Und dann soll ich die Fabrik auch erstmal nicht mehr auffüllen. Ich sollte sie erst auffüllen, wenn ich ganz genau weiß, wie viele von den Engines ich brauche. Also auch hier kein Eisen reinschmeißen. Dir fehlt... Was? Dir fehlt Draht? Ernsthaft? Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Produktivitätsmodul erforscht. Das ist gut. Und jetzt noch ein Effektivitätsmodul. Das sind die, dass sie weniger Strom brauchen. Wobei ich da eigentlich nicht so ein Fan von bin. Aber hey, kostet nur 50-50. Das wird schnell gemacht. Und ich bin nicht ein Fan von denen, weil... Wenn wir mehr Strom brauchen, dann bauen wir einfach mehr Maschinen, die schöne Umweltverschmutzung herstellen. Also, Ja, obwohl, es kommt langsam wieder in den Bereich 60-70% Auslastung. Die Dinger werden auch nicht ewig halten. Aber wir brauchen auch mehr Licht. Habib, Licht! Oh, du kannst da rein. Bei unserem tollen Muster hatten wir uns doch irgendeinen Platz ausgesucht für Licht. Nee, ne? Ich mach mal da neben der Mauer. Wir haben so wenig Platz für Zeug. Das ist echt doof. Dahin. Warum bist du noch so ein Schlechter? So. Steam Engines. Ich sollte meine Quickbow mal ganz kurz aufräumen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir selten mal, brauchen wir fast nie, brauchen wir häufig, brauchen wir ab und an, brauchen wir häufig, brauchen wir selten, die können wir setzen. 1, 2, das Geräusch ist echt garstig. Ja. Wie ein Geräusch, das kommt, während der Rechner durchschmort. Aber da dauert es nicht so lang, da machst du nur kurz Kritzel und das war's. Ich spreche da aus Erfahrung. Motherboard einbauen ohne Isolation ist lustig. Da. Weil dann will ich mal hier ein bisschen nach oben. So, Strommaste. Ganz viele Stromdinger da. Ein paar schnelle Laufbänder. Bisschen Napalm. Oh, stimmt eigentlich. Vielleicht ist der Flammenwerfer ja später wirklich besser. Ich habe gar nicht geguckt, ob es da Forschung für gibt. Das könnte natürlich ein interessanter Haken sein. Ja, und hier wollten wir eigentlich weiter bearbeiten. Ne? Das war für die roten Chips gedacht. Die wir ja auch bald in Massen wegknabbern werden. So. So. Genau, du bist fertig. Napalm? Fragezeichen? Shooting, Bullet Speed, Shotgun Shells, Turrets. Nö, ich sehe nichts für Flammenwerfer. Das ist schade. Automatic Construction, Blueprint, Deconstruction Planer. Hey. Also ja, sind schöne Sachen, automatische Sachen zu bauen, automatisch den Roboter zu befehlen, zerstöre den ganzen Wald. Sieht echt cool aus und so, aber das brauche ich gerade nicht. Ganz schnelle Förder... 100 davon. Inserter Item Stack Size.
Die Dinger werden wir auf jeden Fall, also ich werde sie jetzt auch erforschen, aber das werden wir auf jeden Fall brauchen, sobald die ersten Züge reinrollen. Weil es ist ja vom Zug ein Container in einen anderen Container. Und das ist genau das, was die Forschung macht. Die erhöht die Stapelgröße von Sachen, die hin und her geladen werden. Das heißt, in den B- und Entladestellen für die Züge wird das sehr wichtig sein. Damit der Zug nicht eine Minute da warten muss, bis er entladen ist. So, du wolltest die da machen. Also Plastik, Electric Circuits mal wieder. Und Copper Cable. Also drei Eingangssachen. Ja, es geht sich auf. Das haben wir alle schon mal gemacht. Ist nichts Neues. Baum weg. Weg, habe ich gesagt. Gefahr. Das da waren Würmer, ne? Ja, die machen nichts. Aber die Basis da unten. Wenn wir nochmal irgendein Waffen-Upgrade oder Rüstungs-Upgrade haben, würde ich sagen, gehen wir die Basis da unten an. So. Kiste. 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 Noch eine Kiste. Ja, wir können eigentlich inzwischen auch Stahlkisten nutzen, aber ich weiß nicht. Irgendwie bin ich so dran gewöhnt. So, mal gucken, ob ich das richtig gemacht habe. Also, eine Kiste nimmt... Tut da rein. Da kommt Plastik rein. Eine Kiste nimmt... Tut das so hin... Also das ist jetzt das innere Innere. Das ist das äußere Innere. Und das da... Wird das innere Äußere. Und ja, ich weiß, was ich sage. Es müsste alles richtig gewesen sein, auch wenn es komisch klingt. So. Das heißt, wenn wir jetzt Plastik, Chips und Kupferkabel da reinschmeißen, müsste das hinhauen. So, dir fehlt Kabel. Das wollte ich nicht glauben, aber dem ist wohl so. Das heißt, wir plündern mal das hier. Britzel, britzel, britzel. Und schmeißen da Kabel rein. So, du schickst bitte ganz viele Chips her. Du hast genug Platten. Alles gut. Forschung ist auch gleich durch. Du brauchst Zahnräder, die kriegst du aber nicht. Tut mir leid. Und wir können ja schon mal alles hier befüllen. Ich habe das hier extra so gemacht, dass kein Girogon in irgendeiner Zukunft irgendwas da falsch machen kann. Das ist der Plan gewesen. Rocketry. Military 3, Alien Technology, Explosive Rockets, Rocket Defense, Rocket Launcher. Das klingt sehr cool. Aber erstmal mache ich Verteidigung 3, damit wir eine modulare Rüstung bekommen. Auch wenn wir sie nicht bauen können, weil wir keine blauen Chips haben, aber ja. Also, Plastik. Grüne Circuits. Und Kupferkabel, das ich gerade komplett hier unten reingelegt habe. Mach mal halbe halbe mit deinem Bruder da oben. So. Innen Plastik, außen in Chips, innen außen die Wires und wir haben noch gar keine Ärmchen gelegt. Okay. Wir brauchen schnelle Ärmchen. Das dauert wieder ewig, weil die Chips von Hand herstellt. Schade. Gut, hau ich währenddessen ein paar Bäume weg. Wollen ja keine Zeit verschwenden und so. Hier kommt bestimmt später irgendeine neue Fabrik hin und dann freue ich mich, dass ich das jetzt schon gemacht habe. So. Ärmchen. Du holst rein. Du holst rein. Du holst rein. Du holst raus. Erster Chip. Na? Ist in Arbeit. Oh, du kriegst doch mal ein Speed-Modul, bitteschön. Komm schon. Erster Chip ist fertig. Sehr gut. Rote Ärmchen. Und Licht sehe ich gerade. Das ist falsch. So ist richtig. Oder ist... Nee. Ich glaube, so war das. Genau, Mast und dann zwei frei. Mast und zwei frei. Das heißt, hier ist alles falsch. Das ist alles doof. Mast und zwei frei.
Hier ist auch alles doof. Ah, hier geht's. Okay, okay, okay. Will ja nicht zu viel mosern. Schließlich bin ich ja an allem schuld. Also wenn ich moser, moser ich eigentlich immer nur an mir. Da. Und das wird auf die Dauer ja auch langweilig. Hm. Zack. Ich hatte eigentlich einen Plan, ne? Ich wollte das System nach Norden erweitern und nicht einfach ringsrum herum überall. Ah, Menno. Na gut, machen wir kurz noch die Arme hier. Reinholen, rausholen. Bauen noch zwei Fabriken. Die Arme für die Fabriken können wir schon mal bauen. Ich weiß ja, wo es hinkommt alles. Rein, rein, raus. Ein Erbchen fehlt. Du kannst schon mal dahin. Du stellst bitte her Rotchips. Du kommst bitte dahin. Du stellst her Rotchips. Und du nimmst raus. Rein, rein, raus, rein, rein, raus, rein, rein, raus, rein, rein, raus. Passt alles. Okay. Das läuft jetzt eine Weile und dann haben wir ein paar davon. Grüne Tränke nähern sich dem Ende. Liegt bestimmt wieder in den Greifarmen. 200 Inserter und Copperplates. Wo auch immer die Copperplates schon wieder hinkommen. Ärmchen. Holz weg. Ja, Holz bitte weg. Die zwei Steine bitte weg. Chemical Plant, Oil Refinery. Warum habe ich 5 Schmelzöfen in meinem Inventar? Verdammt. Oh, warte mal. Das haben wir schon sehr lange gemacht. Aber ich habe es nicht aus nostalgischen Gründen angeschmissen, sondern für die Schwefelproduktion oben. Da müssen wir ja von Hand auch immer mal wieder in die Plastik, war das genau. Das braucht Kohle. Braucht er noch irgendwas, irgendwo Kohle? Du brauchst Wasser, du brauchst Eisenplatten, du hast Eisenplatten. Du hast Kupferplatten, ist alles gut. Okay, dann kann die Kohle doch hier rein. So. Strom ist okay. Stahl. Stahl. Ich werf mal ein bisschen was nach. Und die Rüstung wäre herstellbar. Wir können jetzt Power Armor erforschen, aber das ist noch schwieriger als die Modularrüstung. Also, Und das hier sind jetzt Teile, die man in die Rüstung einsetzen kann.